Fleisch ist ja weg. Geh raus, wo ist er? Du hast recht. Morgen, Jungs. Servus. Wir haben, wie versprochen im Livestream, die neue Version. Direkt hier. 08. Vor uns. Es ist mittlerweile sogar 081. Da hat er nochmal kleine Bugs ausgemerzt. Zum Beispiel beim Quickload. Da ist das Spiel wohl anscheinend manchmal abgestürzt, aber das betrifft uns sowieso nicht. Genau. Und er hat beim neuen SCP-294 ein paar neue Flüssigkeiten geaddet. Das ist dieser Automat, den man schon im Trailer gesehen hat. Und ja, was gab es sonst bei 08? Zwei neue SCPs, davon ist eins dieser Automat und das andere wissen wir eigentlich nicht, ne? Ja, das andere ist, wie heißt es denn? Steht da nicht. Achso, two new SCPs. Ja, also es gibt jetzt scheinbar auch eine Cafeteria. Und bei diesen Computerbildschirmen kann man jetzt Informationen lesen, die über die Situation vor dem Ausbruch und danach. Und es gibt ein neues Keycard-System. Steht da eine Level 2-Karte und SCP-914 geben dir keinen Zugang zum höchsten Level der also Keycard. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass man jetzt einfach keine Omni-Card mehr bekommt, aber trotzdem die Keycard so Level für Level verbessern kann. Das ist aber blöd, ne? Oder ob man jetzt eben diese Level 3 Keycard braucht, zum Beispiel aus dem SCP-106 Raum. Da ist ja eine. Vielleicht kann man jede Karte nur ein Level steigern oder so. Das wäre zumindest besser. Weil du kannst mit einer Level 2 Karte nicht die höchste erreichen. Ja, die höchste ist ja die Omni-Card, aber heißt ja nicht, dass dann Level 5 Karte, dass man die nicht bekommt. Also du meinst, dass man dann... Das müssen wir ausprobieren, Leute. Ja, das müssen wir ausprobieren. So, ich leg mal los hier. Kita, oder? Natürlich. Intro machen wir mal, wir machen das volle Programm heute und Random Seed. Es geht los! Version 08, Junge! Denn die Ladezeiten sind immer noch genauso, ne? Ist dein PC. Der sollte das mal fixen. Wie soll's der PC sein? Du bist der Fachinformatiker hier. Wer kauft denn hier Mainstream? So. Und es gibt anscheinend neue Sounds. Wo hast du denn das gelesen? Ah ja, Sound Effects. Breathing Sound. They've got some work for you. Atmen. Please step out of the cell. Just follow me. We're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything okay. Stupid. Bis jetzt nichts Neues. Oh, Mausbug, der wurde nicht gefixt. Das gibt's ja nicht. Ich bin etwas enttäuscht. Aber zumindest greifen sie das SCP-173 nicht mehr vertikal an, ne? Das ist seit 073 oder so nicht mehr passiert. Ja, ist länger nicht mehr passiert, ob es jetzt schon gefixt ist, weiß wo ich. Dieses Regal da noch im unteren Bereich war. Ich glaube, da ist jetzt was Neues, weil da habe ich in dem Trailer gesehen, dass einer von diesen beiden Leuten da hingegangen ist. Es gibt einen neuen Trailer. Mhm. Zur SCP. Schau mal, die bewegen sich jetzt. Ja, guck, der geht hin. Approach SCP-173, hat er gesagt. Geh mal raus. Please maintain direct eye contact with SCP-173. Oh! Ja, das war jetzt. Hat jetzt richtig gesehen, wie er den einen getötet hat? Ja, richtig gesehen. Ja, richtig gesehen nicht, aber er ist zu ihm gegangen. So, okay. Das ist die man-sized Ventilation Duct. Ich lese hier auch gerade, der Map Creator hat ein paar Changes bekommen. Und dieser SNAF Ultimate. Und zwar kann man jetzt im Map Creator die Descriptions lesen zu den einzelnen Räumen und man kann
kann es nicht mehr so bauen, dass es sich überlappt. Also. Deutliche Verbesserung. Vielleicht hat jetzt jemand Lust, uns noch eine Map zu schicken. Ja, aber dieser Navigator Ultimate, der wurde auch jetzt gefixt, dass das Spiel nicht mehr abstürzt. Okay. Ja, da war er. Hab's gesehen. Hat er unser Video geguckt? Ja. Da ist offen. Oh, neuer Raum. Neuer Gang. Oh, der Ventilator ist angekommen. Oh mein Gott. War wieder rausgezogen. Wow. Krass. Okay. Das Spiel eigentlich. Das sieht aber noch genauso aus. Ja. Okay, wir gehen mal hier lang. Dann haben wir was zum Schmeißen. Nee, nee, doch, das da. Da ist der Anfang. Ich weiß Bescheid. Hallo. Das ist wahrscheinlich der erste Gang immer. Hm. Jetzt. Okay, das ist schon mal gut. Aber wir können ja nicht die Höchste haben. Was man, für den braucht man jetzt sogar eine Keycard. Was bist du für eine Level 1? Ja. Oh, da ist schon da. Kein Mausbug, kein Mausbug. Gut, du hast ja aber den Navigator vergessen. Ja, genau. Okay. Kann der, warte, jetzt können wir mal gucken, ob der die Keycard-Tür aufkommt. Scheinbar nicht. Ich glaube schon. Wir werden es merken. Geradeaus. Ja? Sonst läufst du doch im Kreis. Du bist ja schon einmal links gegangen. Dann kommen wir rein, oder? Ah, brauchen wir eigentlich. Level 2? Oder sollen wir es nochmal anschauen? Ah. Okay. Immer noch. Ja, immer geradeaus. Damit wir nicht im Kreis laufen. Wenn wir dann zurücklaufen müssen, wir sind. Wow! What the fuck? Das hat ordentlich gerumst, Junge. War das jetzt die Tür? Hm? Was? Was zur Hölle geht ab hier? Das steht aber nicht im Changelog. Hat's uns gerade geportet oder einfach nur gedreht oder was? Geh doch mal rein. Bin's im Mann. Oh. Ja. Krank. Wie sollen wir jetzt überhaupt jemals was finden, wenn wir jetzt immer nicht mehr zurück können? Das ist eine Kamera. Das schaut uns an. Oh mein Gott. Don't like. Was passiert jetzt, wenn auf beiden Enden irgendwie eine Sackgasse kommt? So, kommen wir jetzt von daher? Vielleicht hat es uns ja einfach nur gedreht oder so. Hm. Okay, dann. Dass das normal ist, dass die Kamera so shaked, aber zufällig war in dem Moment der Mausbutton, der hat uns dann gedreht, weißt du? Na, guck einfach mal geradeaus wieder, wo was da kommt. Da müsst ihr einfach was warten davor. Könnte echt sein, gell? Dann müssen wir jetzt rechts. Das ist einfach nur verwirrt. Das hätten wir doch gemerkt. Ah, das ist eine gute Idee. Eigentlich können wir ein Spiel einbauen. Okay. Geradeaus, oder? Nein, nicht. Check erstmal die Seiten ab. Dort ist gerade irgendwas geflackert. Das war ein Partikel. Fliegen so Partikel auf die Pflanze. Manchmal. Oh. Okay. Ja, jetzt müssen wir Schritt für Schritt gehen, oder? Ja. Ich mache hier erstmal den Klassiker. 1, 2, 3. Schade, dass du kein Dokument mehr hast. Schade, der läuft jetzt so ein bisschen.
also hervorgehoben. So, die Zahnräder bewegen sich noch nicht. Wie wir uns das mal gewünscht haben, oder? So, gleich mal ausprobieren. Ja, scheint zu funktionieren. Kein Crash. Ah, noch eins. Mach Origami. Dr. L. L. I don't know why I'm bothering. Bothering, oder? Bothering, bothering. Scheiß Schreibschrift. I'm the only one alive anymore, I think. Or maybe just... Was? Was steht da? Was soll das heißen? Oh. Was soll das heißen? I think... Or maybe just... Safe. Safe. Nee, safe. Keine Ahnung. Was hat er für eine Sauklaue? Or am I even that much at this point? I feel like I have to leave something. I taste metal, was? Ja, mach weg. So ein Scheiß. Haus in den... mach zwei Origami. Ne, ich probiere das jetzt mit der Keycard. Dann mach das schnell. Achso, warte, nimm die Level 2. Ah, Level 2 Keycard. Ja, oder wie, wir könnten ja mal probieren, was mit Verifyen passiert, wenn wir die 1er nehmen. Die 1er. Was jetzt passiert, wenn man Verifyen macht. Weil angeblich kommen wir hier nicht mehr vom 2er auf die höchste Karte. Ja, aber können die dann trotzdem verbessert werden, ist die Frage, oder versemmelt sie jetzt ab jetzt immer? So. Und die schon mal verloren hier. Wir müssten 10 Karten finden und dann eine Messreihe machen. Level 2, ich mach jetzt mal nur fein. Noch eine Zahnräder? Nix. Hätte es denn gern. Level 3, ja, okay. Und jetzt Verifyen? Nee, mach Schritt oder Schritt. Mit der Level 3 kommen wir, glaube ich, in diese eine Bro rein, wo eine Level 5 Karte liegt. Ich behalte jetzt, mal das mal. Ich behalte jetzt erstmal. Ja, sicher, sicher. So, da kommen wir her. Oh. Gerade ein bisschen Frame Drop. Jetzt geht's wieder. Oh. Nein, das geht. Ich glaube, er ist nicht drin. Aha. Wow. Aha. Pack. Was ist das denn? Heavy Containment Zone. Ah, das ist die dunkle Zone. Da muss man jetzt mit Karte rein. Also brauchen wir jetzt eine Karte, um reinzukommen. Oder? Die Heavy Containment Zone war doch immer zweimal Heavy Containment, oder was? Ja, das ist wahrscheinlich ein und dasselbe. Ach so, ja, guck. Das bringt's ja voll. Das ist eine Schleuse. Mach mal zu. Da ist das Warhead-Ziegel. Da kommt man gar nicht rein, ne? Voll cool. Nee, das ist so. Was ist da? Ach, da, genau, ja. Aber da kann man eine Wespe holen. Ja. Stellen tun wir an. Ah, scheiße. Nein! Ja, nee, ich gehe erstmal zurück. Ah, wenn man sprintet, dann hört man so atmen. Ja. Light Containment. Vorgelesen. Ja, ich dachte, das passiert auch, wenn man SCP-173 oder so begegnet. Das wäre cool. Aus Schreck. Dass du dann so einen Heartbeat hörst und so. Mhm. Dann wieder 09. Also merken. Geradeaus. So. Die kommen jetzt von da. Da war, glaube ich, die Sackgasse. Du merkst dir den Weg, ja? Da kann.
Da waren wir, okay. Dann sind wir mal geradeaus. Nicht rein, bitte. Warum denn? Weil ich erschrecke. Na, toll. Ja. Jetzt ist er da. Hast du es geschafft, nimm das Radio. Ja, vielleicht gibt es hier irgendwelche neuen Items. Turn the radio on. So, komm hier. Von da. Nein. Ich will nicht mehr zurück. So Heavy Containment Zone. Da komm. Hä? Da kommen wir doch her. Da waren wir gerade eben, ne? Ja. Aber wir hätten am Anfang gar nicht im Kreis laufen können, weil ich die erste links gegangen bin. Und wenn ich dann nochmal links gegangen wäre, hätten wir keinen Weg zurück gehabt. Hm. Sonst hätte ich ja nochmal eine Tür gesehen. Und das war ja nicht so. Jetzt haben wir uns verlaufen. Aber. So, da ist eine Sackgasse, ne? Oh, das ist gut. War der jetzt da drin oder was? Ja. Oh. Angst. So, wo gehen wir jetzt hin? Nein, da nicht. Waren wir da gerade? Links will ich gehen. Da kommen wir doch her. Sind Sie sich sicher? Okay, von da. Komm. Schon wieder rot. Die Ecke ganz groß. Was jetzt machst du wieder weg. Siehst du ja gar nichts. Wie wir es auf dem Navigator gesehen haben. Alter, kann scheinbar sehr plötzlich auftauchen. Wow. Ja, krass. Na gut, schon wieder einige Änderungen, ne? Ja. So am Level-Design und so. Boah. Jetzt bin ich heißer. Lass mich dann nochmal. Zumindest fühle ich mich so. Ja. Du zockst die zweite Runde. Machen wir das als ein Video? Hm. Nein. Okay, als nächstes Video. Bis dann.